Zustand, Vater. Kein Wunder, dass es denn die Tintenpreise und auch der schwache Euro die deutschen Luxusautos im Ausland. Was ist das noch? Porsche haben nach ihrem Rekordabsatz im Januar die Tiefwahl gelegt. Beide Autobresse versichern, sie arbeiten auch weiter am Elektroauto. Wir müssen die alternative Antriebe, die Elektrifizierung weiter eine große Rolle spielen. Wir haben langfristiges Ziel hier, das heißt, wir wollen unsere Verbrauchsreduzierung umsetzen mit Elektromobilität, auch mit Verbrauchsreduzierung im Verbrauchsverbot. Dennoch derzeit brummt eben das Geschäft mit groß und kräftig, gerade auf den wichtigsten Märkten USA und China und bis jetzt auch noch in Russland. Dann hat dort sogar noch im Februar ein Wachstum. Auf der anderen Seite werden wir auch dauernd den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir erzielen können, wird dann erwarten, dass wir jetzt auch ein Rückgang bisher aus der Gewissheit. Wie es auch mit Russland weitergehen wird, die Musik beim Absatz von Luxuswagen spielt sowieso in China und den USA. Soweit die Nachrichten im Hintergrund finden Sie auch online auf SWR.de. Meine Frau aktuell meldet sich wieder um 21:45 Uhr mit meinem Kollegen Michael Sanders. Und dann, mit welchem Team? Uns interessieren dann nochmal die Reaktionen aus der FIFA-Bundesliga auf den Dopingbericht aus Freiburg. Außerdem geht es um den Allgäu, wo eine Autobahnbrücke nach dem schweren LKW-Unfall von heute Morgen einsturzgefährdet ist. Das und mehr um 3:10 Uhr. Nach Wetter und Tagesschau sehen Sie im SWR-Fernsehen heute den Tatort Jagdzeit. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut. Das Wetter im Land wird Ihnen präsentiert von der L-Bank, der Staatsbank für Baden-Württemberg.